Hier! Hier! Das mach kaputt! Mach kaputt! Oh, mach kaputt! Mach kaputt! Ja! Mach kaputt! Hey, hey, hier, 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 diese hier! Mach kaputt! Mach kaputt! Falsche, falsche! Hier! Diese hier! Mach kaputt! Mach kaputt! Ja! Mach kaputt! Ja! Hallo! Allei! Worauf warten die? Ich warte hier. Wo, was ist passiert? 5000 Abonnenten. Wann? Jetzt? Wieso? Oh, jetzt? Ja. Ich hab doch keine Zeit. Ich hab doch keine Zeit. Ich muss doch hier arbeiten. Was? 10.000 haben wir schon? Ja. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ehrlich? Ja. Okay, oh. Guten Tag, der Uwe und die Porn aus Thailand. Willkommen im Spezial 10.000 Abonnenten Video. Auf geht's. Weg jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Die Abonnenten warten schon. Ich muss noch 10.000 Abonnenten-Spezialvideo machen hier. Mich bedanken bei den netten Abonnenten hier. Kehr noch einmal. Ich habe auch hier einen Stress, aber ich sag dir eins, du. Wenn ich Rentner bin, dann wandere ich aus nach Thailand und dann habe ich Zeit. Aber jetzt, ich muss ein Video machen. So, Kinder, bisschen hübsch gemacht hier. Hallo, Swadika, guten Morgen. Warst du schon gar nicht drauf? Nein, alle ach so. Zusammen. Alle zu neue zusammen. Neue Abonnenten, also. Neue Abonnenten. Ja. Ich muss erstmal mich bedanken oder wir wollen uns erstmal bedanken an die 10.000 Abonnenten, die wir jetzt endlich erreicht haben. Nach wie vielen Jahren? Ich habe, was waren es, 3 Jahre oder was, was wir jetzt hier schon den Kanal haben. 1.600 Videos haben wir jetzt schon rausgehauen hier. In oder auf unserem Spezial-YouTube-Kanal hier, sehr speziell das Ganze, meine Frau sagte hier, oder besser gesagt, meine Herrin sagte zu mir, zieh das an, das sieht lustig aus. Da mussten wir das anziehen. Ja, also schön, das mal zu unserem Outfit hier. Vielen Dank an die 10.000 Abonnenten. Und es ging jetzt doch, am Ende ging es ja doch ziemlich zügig, muss ich sagen, zack, zack, zügig. Ja, wir hatten auch ein bisschen anderen Content, muss ich sagen. Wir haben ja also doch schon, die letzten Wochen war es doch ein bisschen anders geworden und scheinbar kam das doch ganz gut an, muss ich sagen. Hier unsere Reisen, die wir gemacht haben. Wo waren wir alles gewesen? Udon Thani. Udon Thani, Khon Kaen. Ja. Und? Nakhon Phanom. Nakhon Phanom. Nong Khai. Ja, Nong Khai waren wir auch noch gewesen, ja. Richtig. Und im Zoo waren wir gewesen. Und was haben wir noch alles gemacht? Hier Udon Thani und alles. Das kam ganz gut an, würde ich doch wohl sagen. Auch die Hotels und so, was wir da jetzt gemacht haben. Es war schon, da hat man schon jetzt gesehen, da kamen schon einige Abonnenten mehr, muss ich sagen. Das war interessant. Auch mit dem Haus war auch sehr interessant, muss ich sagen. Also da kam doch schon einiges an Abonnenten ganz zügig dazu. Also doch neuen Content merkt man schon, dass da was geht. Ne? Ja gut, dann habe ich aber auch noch, wenn es vielleicht jemandem aufgefallen ist, ich habe auch noch ein bisschen was rumgespielt mit der KI, künstliche Intelligenz. Da habe ich mich jetzt auch mal so ein bisschen reingefuchst hier von wegen hier beim Thumbnail. Hintergrund ändern, Himmel ändern, mit den Thumbnails gespielt, hier auch das, was gestern war, mit dem Kommentarvideo, was ich da noch gemacht habe, das auch mit künstlicher Intelligenz so jetzt gemacht. Ja, also doch, das merkt man auch schon, dass da ein bisschen was mehr kommt, ein bisschen was in den Kanal auch wieder an Zeit und an Wissen investiert, merkt man schon, ne? Ist euch das überhaupt aufgefallen? Ist mal noch eine gute Frage. Also das mal zu dem, was ich jetzt in den letzten Wochen neu gemacht habe. Aber sonst live. Live haben wir auch neu, muss ich auch sagen. Ja. Live war auch gut. Und werden wir auch hier beibehalten. Wie gesagt, samstags dann deutsche Zeit vormittags. 9:30 oder 10 Uhr fangen wir an. Das werden wir auch beibehalten. Hätten wir es mal früher schon gemacht, ne? Auf YouTube statt auf Twitch. Da haben wir uns falsch beraten lassen, muss ich sagen. Also auf YouTube wesentlich besser, muss ich sagen. Ne? Ja, sonst an unserem Content, was wollen wir ändern? Kochstudio! Was? Was? Weiß ich nicht.
Nee, ich bin jetzt wirklich jetzt überrascht, weil sie haut das da einfach jetzt hier so jetzt wieder raus hier. Nee, machst du es wieder Kochstudio? Aber da würden sich jetzt viele freuen, das weiß ich schon. Einmal so. Oh, einmal so. Also, fängst du wieder an? Einmal so. Ja. Gerade so, also vielleicht nicht mehr so regelmäßig, aber dann doch machst du wieder mit dem Kochstudio? Keine Ahnung, aber den Tag ist so viel von Panama muss ich machen, Kochstudio. wie heißt denn? Dicke Soße, dünne Soße. Pilzsoße dick, Pilzsoße dünn, kann man auch noch dann, dünn, ja. Aber andere Personen sagen, oh, ich so mit von Panama Kochstudio, ja. Das wäre aber eine freudige Nachricht, wenn wir das jetzt doch wieder machen würden. So, und Michaela Sabe. Also. Ja. Und? Bernd und Puh. Also. Alle sagen hier. Alles, ne? Alle komm hierher, dann sage, du musst machen. Ja. Ja. Ich habe damit nichts zu tun. Also, nee, aber das wäre echt mal eine freudige Überraschung hier, wenn wir das dann doch wieder machen täten. Das wäre wirklich, was die Abonnenten auch wieder wollen. Das weiß ich schon. Also, das wäre schon mal was Positives. Sonst an unserem Kanal, wir lassen es so, wie es ist, gell? Mein Schatz, ne? Wir werden da weiter nichts an so einem, es gibt so einen Spruch, den habe ich aber jetzt auf den Lippen, aber da komme ich jetzt nicht drauf. Aber wir werden hier an diesem Kanal, der wo so gut läuft, natürlich nichts weiter ändern. Vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, wie ich gerade angedeutet habe, von wegen mit der KI, dass wir da ein bisschen was darum ein bisschen rumspielen oder so. Aber sonst in dem Ganzen, habt ihr auch jetzt gemerkt, von wegen mit der Kanalmitgliedschaft, da gab es ja auch viel Trouble drum zu, ne? Um Gottes Willen, ne? Aber ihr habt gesehen, es hat sich eigentlich nichts daran geändert. Weiterhin macht der Uwe seine Kommentare alle weiterhin hindurch. Die Kanalmitglieder bekommen ab und zu mal noch ein kleines Schmankerl dabei. So ein paar Videos, so ein paar Kleinigkeiten, was die Kanalmitglieder bekommen. Aber sonst habt ihr gesehen, wird sich an dem Kanal, wie ich es auch gesagt habe, nichts ändern. Und so machen wir es auch weiter. Ne? Also, wir werden auch weiterhin hier unsere Touren machen, was immer so gut ankommt. Und das tägliche Leben hier auf der Farm. Und was ich auch machen soll, was also viele Male auch schon gestanden hat, hier von wegen mit Häuser. Das fanden die Leute wirklich interessant. Und ich habe da schon was Ideen noch, was ich da noch machen könnte. Aber das muss ich sehen, ob ich das umsetzen kann, will ich mal noch nicht groß hier schwätzen. Aber werdet ihr dann sehen, ob da noch was anderes in diese Richtung kommt, würde ich mal sagen. Ne? Richtig, mein Schatz? So machen wir das. Ja, Dankeschön haben wir eigentlich gesagt an die 10.000 Abonnenten. Was haben wir jetzt als nächstes Ziel vor? 20.000. Nächstes Jahr 20.000. Nein, so schnell wird es bestimmt nicht gehen. Aber 9.000, ne? Wir leben in Knut und Colette. Ja. Aber 10.000, wir leben alleine. Aber die Abonnenten kamen vor, wir suchen also, aber schaff nicht, nein, ja, hat es dann da nicht gepackt. Kann, letzte Mal 9.000 war vor knapp halbes Jahr, wo wir da waren. Ne? Im Juni waren wir da in Pattaya, hatten wir es gehabt. Und davor war auch ein halbes Jahr für 8.000, davor aber auch schon ein halbes Jahr, also ungefähr so ein halbes Jahr brauchen wir so für 1.000 Abonnenten. Ne? Ach übrigens, jetzt auch hier mit den 10.000, jetzt geht es in 100er Schritte, wenn ihr jetzt guckt auf die Abonnentenzahl, das geht jetzt in 100er Schritte. Also nicht mehr, dass in 10er Schritte angezeigt wird, ne? 9.820, 9.830 oder so, ne, jetzt geht es 10.000, 10.100, 10.200, weil jetzt geht's zack, zack, zügig, gell, mein Schatz? Richtig. So gehen wir mal davon aus. Gut, es ist eine Zahl, was eigentlich uns jetzt nichts weiter bringt oder was. Ne? Also YouTube zahlt ja nicht hier an die Abonnenten oder was. Das spielt ja eigentlich keine Rolle. Es geht ja um euch. Es geht ja um
Zuschauer. Es geht darum, dass sie unsere Videos anschaut, dass sie die Videos bis zum Ende anschaut, dass sie auch die Werbung laufen lässt. Richtig, Werbung. Ne? Werbung laufen lassen. Werbung ist das Allerbeste. Also Werbung immer laufen lassen. Ne? So. Wir leben mit Werbung. Ja. Aber sonst die Zahl, eigentlich 10.000, bringt uns jetzt persönlich keinerlei Vorteile. Alles hängt an euch, alles hängt an unsere Abonnenten, an unsere Zuschauer, die die Videos anschauen. Und dafür sagen wir nochmal herzlichen Dank, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt und auch weiterhin die Treue halten werdet. Davon gehen wir doch mal stark aus. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Vielen Dank für Geschenk. Ja. Vielen Dank an die Paketsender. Ja. An die Unterstützer. Ja. Ja. Und vielleicht auch nochmal, ja, wir müssen auch mal den Bernd Metzger müssen wir aber auch nochmal richtig nochmal lobend erwähnen nochmal. Ist eigentlich einer von unseren Hauptunterstützer und der hat auch mal ein fettes Lob verdient, oder? Der Bernd Metzger, ne? Ja. Ja, ne? Also das nochmal hier ein fetten Lob an den Bernd Metzger. Andere Unterstützer ebenfalls. Vielen, vielen Dank, dass wir dann auch solche längeren Touren machen können. Kostet auch natürlich alles Geld, ist klar. Aber auch das müssen wir mal einen herzlichen Dank auch daran sagen. Ne? Und auch an die Paketzusender, natürlich. Ne? Nicht vergessen, Marc. Marc natürlich auch. Marc, ja, müssen wir auch natürlich danken. Und richtig, richtig. Und ja. Ben und Bu, also, ja. Richtig. Wen haben wir denn noch zum Danken? Haben wir alle durch, ne? Würde ich sagen, oder? Ja. Porn hat noch was vergessen. Vielen Dank. Otto und Christian. Christian, mit Family also, ja. Wir kommen euch bald demnächst mal besuchen. Ja, richtig. Davon machen wir auf jeden Fall auch noch ein Video. Das kommt auf jeden Fall auch noch. Das gibt auch noch mal wieder einen ganz neuen Content, würde ich auch sagen. Ja. Ja? Schön. Also, ein Danke-Video heute. Und dann wären wir eigentlich schon durch, ne? Die Michaela. Also, ja. Michaela. Ja. Michaela Zabel. Ja. Richtig, ja. Die war auch noch hier. Ja, aber dann hätten wir es auch nicht, ne? Würde ich sagen, das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Und tschüssle. Und tschüssle, ciao. Tschüss, ขอบคุณค่ะ.